Und dann aber wieder hier rein. So, wir hatten ja jetzt die Untersuchung bei Witcher endlich abgeschlossen. Wir haben den schlimmsten Teil hinter uns. Gott sei Dank. Länger hätte ich das aber auch nicht mehr hier durchgehalten. Da ist Boxfleisch. Hier einmal hin. Wieder hinaus. So. Lass mal nachgucken. Gut, ich weiß immer noch nicht, wie man hier auf den Friedhof kommt. Ich werde Raimund erzählen, dass ich Boxfleisch getötet habe. Okay, wir sollen ihm also einfach mal was vorflunkern. So, das würde den guten Geralt ja kein Problem darstellen. Wir flunkern gerne mal. Wo ist er hin? Oben im Bett oder was? Tatsache. Er liegt da, als wäre er tot. Wäre so einfach. Ja? Gute Neuigkeiten. Ihr werdet euch freuen, Raimund. Ihr habt Boxfleisch getötet? Der belästigt uns nicht mehr. Aber das ist es nicht. Wir kriegen Jawett bald. Eure Familie wird endlich gerecht werden. Wie lautet euer Plan? Ich wollte mich eigentlich allein darum kümmern, aber wenn ihr mir helfen wollt. Natürlich will ich das. Immerhin bezahlt ihr mich. Außerdem sind wir jetzt ja, Freunde. Danke, dass du da warst Ja, und dir eine Freunde. wundervolle gute Nacht Da und wir einen schönen Start in Boxfleisch die neue ausgeschaltet Woche. und Jawett damit die Zähne gezogen haben, können wir jetzt Golfe ausnutzen, war was echt cool mit er dir. und Kalkstein sich so Beim sehr nächsten Mal wieder. wünschen. Dann Und gewinne ich das auch mal. wäre? Die Geheimnisse, die in dem Turm im Sumpf verborgen sind. Ich kann ihn öffnen und möchte, dass ihr etwas tut. Natürlich. Was? Begleitet mich in den Sumpf. Wenn ich den Turm öffne, holt ihr die geheimen Bücher und versteckt sie für mich. Sie dürfen Jawett nicht in die Hände fallen. Alles klar. Wann gehen wir? Jetzt. Wir müssen sicherstellen, was in dem Turm verborgen ist. All die Bücher und Schriftrollen sind Köder für unsere Zielperson. Fehlt nur eins. Ich muss noch die Turmtür öffnen. Dieser Stein ist der Schlüssel zum Turm. Jedenfalls ein Teil des Schlüssels. Sorgt ihr nur dafür, dass sich Kalkstein wie vereinbart dafür interessiert. Habe im Discord geschrieben. Okay, weiter. Jetzt ist hier wieder das Problem mit dem Raustappen. So. Ich habe was auf Feuer. So. Ich habe dir mal da direkt geschrieben. Ich denke mal, das ist okay. So. Da liegen auch schon wieder irgendwelche Blätter. Doch, jedes Mal gerade wieder links. Ich muss. Rechts. Jetzt musst du mal Getränke bunkern. Für das. Nichts. So. Also, jetzt müssten wir. Was würde ich hier nicht schreiben? Ja, ist verständlich. Ist verständlich. Deswegen, habe ich auch direkt geantwortet, weil so viel ist ja gerade auch nicht los, deswegen kann ich das ja mal machen. Aber ja, sowas sollte man dann nicht im Chat klären. Sehe ich ähnlich. Hühnchen, lauf dich weg, ich will dich haben. Komm her.
Ganz ehrlich, Geralt könnte dich jederzeit fangen. Könnte dich auch jederzeit umbringen. Aber dafür leider keine. Nee, ich darf hier leider keine Waffen ziehen. Also nichts mit Hühner töten. Arme Hühner. Gut, dann reden wir doch mal ein bisschen mit Kalkstein, der schon wieder in seiner Hütte da unten ist. Der ist ja genauso ein Killerkind wie ich. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Okay, nee, mit dem ist ich bin wegen der... Noch nicht. So. Okay. Das soll ich nicht. Haben wir denn alle... Ne, wir haben 8. Wie viele Steine... Ja, wir brauchen 10, aber... Wo ist es? Kalksteins Aufzeichnungen. Och ja, welches haben wir denn? Kesat, haben wir Kesat. Eta haben wir auf jeden Fall. Kesat haben wir, okay. Malkart. Ja, haben wir auch. Das ist aber jetzt echt mühselig. Benar Gefahrt und Ort. Benar Gefahrt und Ort. Ort haben wir. Benar haben wir auch. Gefahrt haben wir auch. Jesat. Wilhelmsumpf. Okay, warte. Nee, das sind doch schon alle, die wir haben, ne? Selbst wenn ich ausgewachsen bin, aufzeichnen und sagen, dass ich das letzte Vier durch Zufall finden werde. Im gebratenen Hühnchen. Oder während ich auf dem Blumsklo sitze. Und spielen, wenn ich Kalk schon das nächste Mal sehe, werde ich ihn fragen, ob er nicht verheimlicht, weil er Angst vor mir ist. Was? Hä? Okay, das war für Geta. Aber wo stand nochmal, dass wir, was wir brauchten? Das ist der Haftbefehl. Den brauchen wir garantiert nicht. Bist du der Verdächtigen? Tipps von Kalkstein. Ja. Nordlinge. Okay. Muss ich tatsächlich mal nachschauen. Den ich weiß gerade nicht. Welche Steine mir fehlen? War eigentlich unter Meinung, dass ich ein Buch habe, aber irgendwie... Buch ist weg. Buch will nicht. Buch sagt nein. Götter segnet mich mit Geduld. So. Kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Dein Mann schlägt dich und du sagst nichts. Er ist zu stark. Zieh ihn ein zu Brutale über und sagst dein Bruder. So, das ist aber die gleiche Liste, die ich ja auch habe. Okay, irgendeinen Stein davon habe ich nicht. Gitar haben wir auf jeden Fall. Gesat haben wir auch. Kesat haben wir auch. Kieperat haben wir auch. Rockmar.
Dogma haben wir auch. Eva, Ott und Werner haben wir auch. Neckart haben wir auch. Das heißt Nesta, oder wie das heißt? Ja, Nesta fehlt. Und das andere? Tatsächlich. Weiß ich gar nicht. Ja, den Stein haben wir alle. Ja, stehen. Das ist leicht seltsam. Genau, gefragt. Guck mal. Also, warte, wie gesagt, mal Card. Ort. Benar. Gefragt, das sind schon mal die ersten vier. Warte. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Schock mal. Die ersten 5. Manchmal ist man echt selten blöd. Tipperat sind 6. Hier sind 9. Was? Quatsch. 7. 8. Aus. 9. Und warum sagt mir dann die Quest? Wieso sagt mir, dass es ich da? Bin ich doch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kann das Spiel nicht mehr zählen? Das sind doch 9. Hä? Hä? Bitte? Ja, ich glaube, das Spiel hat sich ein bisschen verrechnet. Denn das sind 9 Steine. 9. Also hier steht 8. Ja, gut. Du hast recht. Ne? Dem zeige ich. Ich weiß, wo wir den letzten herkriegen. Das ist auch der, den ich noch wusste. Weil was anderes wäre mir jetzt auch nicht eingefallen. Und zwar müssten wir dafür in den Sumpf und den Golem wieder wecken. Wir gehen da jetzt einfach erstmal hin. Wir lassen uns den Sturm zaubern. Und gehen dann zu diesem Golem-Totenacker. Und dann sollten wir eigentlich den letzten Stein kriegen. Gut, für das Spiel ist es, wäre es der 9. Stein, aber passt schon. Das funktioniert schon irgendwie. So. Gut, das sieht sogar gut aus. Leute, waren, die stehen da ein bisschen blöd, aber okay. Ich persönlich habe nichts gegen Hexer. Sind jemand auf die Fähre? Ja, du persönlich, aber alle anderen. Dachchen? Bringt mir die Zeit. Ich mache dich reich, Junge. Ja. Wie ob? Eigentlich solltest du schon gar nicht mehr da stehen. Weil so oft da drüben... Speichern. Ein neuer Kunde? Nicht so, nee. Gut. Dann schauen wir mal, dass wir da jetzt hinkommen. Weg ist etwas weit, aber nicht unmöglich. Jetzt bleib doch nicht da am Feuer stehen.
Nein, ich habe auf euch gerade keine Lust. Nein, danke. Ich möchte einfach nicht. Und es gab auch, meine ich, bei diesem Golem eine bestimmte Taktik. Nur welche? Die muss ich dann mal wieder herausfinden. Okay, da hinten sind die Droiden. Der Orden ist hier auch nicht mehr vorhanden. Die sind bereits gegangen. Wo ist der ältere Druide? Da. Was gibt's? Jede Menge. Hier sind 500 Orens. Ich warte auf meinen Sturm. Das ist kein Kinderspiel. Ich bin kein gewöhnlicher Magier, der Stürme mittels absurder Steinsäulen beschwört. Ich halte nach den Sturmwolken Ausschau. Ich kenne eure Absicht, Hexer, und würde einige dieser Tränke zubereiten. Trinkt sie, denn ihr werdet sie brauchen. Ein Hexer ohne Tränke ist nur ein halber Hexerdruide. Okay. Dann sind wir jetzt einmal hier in diese Richtung. Genau noch da hinten. Aber vorher nehmen wir tatsächlich einmal eine Schwalbe zu uns. Nee, Sturm. Ausdauerregeneration. Und ein unbekannter Trank, den ich jetzt natürlich nicht trinken will. Diesen Spielstand speichern. Das würde ich sehr gerne. Bin ich noch richtig? Ja, bin ich. Huch. Ah, und dem Golem müssen wir dann also das Ding in die Hand legen. Warte mal. Ich glaube, das wäre am sinnvollsten. Dann machen wir erstmal das hier. Hin. So.
glaube, er muss in diesem Reich drin sein. Ne? Ah. Na komm. Ich weiß nicht, okay, so machen wir ihm nicht wirklich Schaden. Ja, komm her. Das ist eigentlich relativ einfach, dieser Boss. Jetzt. Ja, da ist der... Sehr schön. So. Ja, jetzt haben wir tatsächlich die ehrenvolle Aufgabe, jeden einzelnen Stein in die Monolithen zu legen. Und das wird relativ zeitraubend. Aber kümmern wir uns erstmal um den ersten hier. Der hoffentlich in die Richtung. Hallo? Ja, ich renne immer noch dran vorbei. Ah, hier. Guck mal. Sephira und Obelisk sind verschmolzen. Die alten Zauber funktionieren noch. So. Der Satt ist hier hinten. Welchen Ertrunkener? Hä? Oh Gott, gar keiner. So, kein Stein. Da! Sephira und Obelisk sind verschmolzen. Okay, das haben wir auch. Den Nester würde ich vielleicht dann machen, wenn ich darauf wirklich hin muss. Dann würde ich gerne einmal zu Ketar zurück. Dann einfach mal hier komplett durch den Sumpf rennen. Genau nach da hinten. Da ist dann Ketar. Irgendwo. Da. Sephira und Obelisk sind verschmolzen. Die alten Zauber funktionieren noch. Dann jetzt einfach den Weg, den wir gekommen sind, wieder zurückgehen. Und dann kommen wir automatisch zum nächsten. Beziehungsweise können wir einfach hier rüber. Auf der kleinen Insel. Hier ist es dann auch schon. Sephira und Obelisk sind verschmolzen. Ja, geh halt und Zauber funktionieren noch. Ich glaube, dass da noch einer ist. Die Richtung. Gucken einfach. Hier bei denen. Hm,
Okay, nee. Okay. Dann einfach erstmal weitergehen. Wenn am Ende was fehlt, dann wissen wir es, ja? So, ja gut, jetzt gehe ich ja immer umsonst lang. Und wie gesagt, wir folgen jetzt einfach hier mal der Straße. Irgendwann da vorne kommt der nächste. Genau hier. Sephira und Obelisk sind verschmolzen. Die alten Zauber funktionieren noch. Und hier geht es dann auch lang. So. Ort. Ja, da. Sephira und Obelisk sind verschmolzen. Die alten Zauber funktionieren noch. Ja, Gerald, willst du das jetzt ernsthaft bei jedem sagen, den wir hier sehen? Geralt, mach jetzt mal deine Schläge hier. Von Ort aus. Müssen wir jetzt tatsächlich einfach nur hier rüber? Da sind die Tongruben. Und jetzt erstmal Richtung Dorf. Ach, Gerald, wir sind sumpf und sicher. Ja, so ein bisschen. So. Wir versuchen jetzt hier gerade die Steine überall in die Obelisken reinzusetzen. Weil es nicht gerade einfach ist. Gerald, Hexe und Sumpfstreck. Ja, in der Tat. In der Tat. Gerald möchte ich nicht gerne im Dunkeln begegnen. So, hier ist wieder ein Obelisk. Sephira und Obelisk sind verschmolzen. Und irgendwo... Die alten Zauber funktionieren. Ja, Gerald, du wiederholst dich. Das ist nicht spaßig, wenn du das alle 2 Sekunden sagst. Sephira und Obelisk. Ja, sind verschmolzen. Gerald, ich weiß es doch. Die alten Zauber funktionieren noch. So, Netzter und Tipperat brauchen wir noch. Tipperat, Netzter. Gut, dann also Tipperat als erstes. Wir sind auf jeden Fall kurz davor, dieses Kapitel zu beenden. Und stehen kurz vorm dritten. Da ist der. Wusstest du schon, dass die alten Zauber funktionieren? Nein, echt? Wusste ich ja noch gar nicht. Sephira und Obelisk sind verschlossen. Die alten Zauber funktionieren. Oh, ja, Gerald. Die alten Zauber funktionieren.
Ohne dich wäre das nie aufgefallen.